auf der Reeperbahn mittwochs morgens um 7:45. Das ist die Zeit, von der ich bisher dachte, dass hier überhaupt nichts los ist. Aber weit gefehlt. Hier drüben im Clubhaus St. Pauli wird selbst zu dieser frühen Uhrzeit eifrig geschwurft. Einmal pro Monat öffnet im Club Hecken die Tanzschule für elektronische Tanzmusik von 7 bis 11 Uhr morgens. Für all diejenigen, die nicht nur nach, sondern auch vor der Arbeit feiern möchten und das ohne anschließenden Kater. Kleines Kokosnusswasser zum Wachwerden oder ein Milchdrink, wenn du möchtest. Alles alkoholfrei? Alles alkoholfrei, nur ein kleiner Wachmacher. Dann gerne! Die Party in den Morgenstunden ist noch neu in Hamburg. Heute steigt sie erst zum zweiten Mal. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber herzlich willkommen. Zwei Freundinnen haben das Event eher aus Spaß an der Freude als zum Geldverdienen ins Leben gerufen. Hanna und Sonja, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das war eigentlich eher eine spontane Idee. Wir müssen sagen, wir sind eigentlich eher nachtaktive Menschen. Und in einer Zeit, wo wir uns beide eher schwierig motivieren konnten, haben wir dann überlegt, wie können wir uns morgens einfach ein bisschen fitter machen und besser in den Tag starten. Genau. Ja, wie können wir diese Routinen aufbrechen, um dann so ein bisschen dynamischer, motivierter in den Tag zu starten. Essen und Getränke sind auf die Uhrzeit abgestimmt. Ich gönne mir einen Chia-Pudding mit Himbeerpüree und Mandeln. Statt Longdrinks werden an der Bar Smoothies serviert, zum Beispiel mit Beeren und Mango. Wer eine Tanzpause einlegt, kann beim Live-Painting zuschauen. Bis zum Ende der Party soll das Gemälde fertig sein. Fällt es dir denn auch ein bisschen schwer, um diese frühe Uhrzeit schon so kreativ zu sein? Ja, wenn es so dunkel ist draußen, ist sehr schwer. Also mit dem Licht, da kommt auch die Energie, ne? Eigentlich könnten alle noch im Bett liegen, doch die Lust zum Feiern ist offenbar größer als die Müdigkeit. Ein bisschen tanzen, Kaffee trinken, Smoothie trinken, startet sich irgendwie besser am Tag. Aber wäre es nicht noch schöner, eine Stunde länger zu schlafen? Ja, das macht man ja die anderen 4 Tage in der Woche, ne? Hättest du noch ein bisschen länger schlafen können? Ja, ich hatte aber Bock auf Musik und auf Bewegung. Wir müssen dann noch zur Arbeit. Fällt's jetzt schwer oder seid ihr umso fitter jetzt? Umso fitter, frisch motiviert. In New York, London und Berlin haben sich die Frühpartys schon etabliert. In Hamburg soll es auch weitergehen. Jeden ersten Mittwoch im Monat läuft hier im Hecken die Tanzschule für elektronische Tanzmusik. So, es ist kurz nach 9. Ich muss zur Redaktionskonferenz.